Schulzenberger, kommen Sie doch mal zu mir. Guten Morgen, Herr Lambert. Ja, setzen Sie sich. Wie geht es Ihnen? Womit kann ich Ihnen dienen? Schulzenberger, es geht um Effektivität. Ich habe hier von der Geschäftsleitung in Frankfurt eine Studie bekommen, die belegt, dass Mitarbeiter ihre Leistung um 40% erhöhen, wenn sie sich gewertschätzt fühlen. Und das sollen wir jetzt umsetzen. Na, von mir aus. Also, Herr Schulzenberger, wie geht es Ihnen? Danke. Ist gut. Na, sehen Sie. Also, mir würde es jetzt schon reichen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Das muss ein Missverständnis sein. Ich habe heute nicht Geburtstag. Schulzenberger, na und? Jeder hat doch irgendwann Geburtstag und ich gratuliere Ihnen jetzt schon mal zu Ihrem letzten oder nächsten. Ja, weil Sie mir auch persönlich irgendwie wichtig sind. Ja? Ach, da steht's ja. 2.4.62. Ah, so alt doch schon? Hätte ich nicht gedacht. Aber sonst, alles fit im Schritt? Danke der Nachfrage. Alles in Ordnung. Oh, Schulzenberger, jetzt lachen Sie doch mal. Das war doch ein Spruch. Den mache ich doch nur mit Leuten, die ich mag. Also, dann wäre ja alles klar, ne? Sie sind zufrieden und leistungsbereit und ich glaube, damit wären wir durch. Nee, Moment. Hier, wie finden Sie mich? Wie meinen Sie das? In welcher Beziehung? Na, in jeder Beziehung, Schulzenberger. Raus mit der Sprache. Holen Sie sich Feedback von Ihren Mitarbeitern über Ihren Führungsstil. Ach so, Führungsstil. Sie müssen mir also nicht sagen, wie Sie meine Frisur finden, sondern meinen Stil, meinen Führungsstil. Also das weiß ich jetzt wirklich nicht. Also, ja, sagen Sie doch mal ganz assoziativ. Ich meine, so frei von der Leber weg. Schulzenberger, nee. Ich ziehe jetzt hier nicht die Würmer aus der Nase. Das ist mir schon bei meiner Ex tierisch auf den Geist gegangen. Hier, nutzen Sie kreative Ausdrucksmethoden mithilfe einer Zeichnung. Das ist doch mal was, Schulzenberger. Wir machen das jetzt wie im Kindergarten. Hier haben Sie ein Blatt Papier und hier einen Stift. Ich gehe jetzt aufs Klo und wenn ich zurückkomme, dann haben Sie mir Ihre ehrliche Meinung über meinen Führungsstil aufgemalt. Ja? Von mir vermöbelt werden, was? Sie sind ein perverser Kümmerling, das darf doch nicht wahr sein. Das wird Konsequenzen haben. Los, raus! Raus mit Ihnen! Das wird Konsequenzen haben. Das ist unglaublich! Unglaublich, was man sich bieten lassen muss. Herr Klotz, kommen Sie mal rein.